So, willkommen zurück bei Final Fantasy Online. Letztens Jahr die Megalokrabben hier bis und das kleine Kind gerade. Jetzt ist er Ziel, wieder zurück zu den oberen Decks zum Gildenmeister zu gehen und seinen Auftrag abzugeben. Wampf, ein Hardheit, aber es scheint die Sonne. Schön, schönes Wetter hier, alles bestens. Und ich habe halt eine Hose. Was geht denn hier, wenn wir diesen Auftrag ausgeführt haben? Ein Kyras. Was klar, Mar Blutgerück? Was? Dann kriege ich verdammt viel. Das freut mich. Aber keine Hose. Das freut mich nicht. So, wo muss ich hin? Wieder. Ach, natürlich. Ganz auch. Ah, aber stopp! Wir haben jetzt hier diesen Etheriten mitgenommen. Da, den werden wir jetzt verwenden, bevor wir hier alles zu Fuß laufen. Ich habe noch gerade geschaut, wird es dunkel hier? Gilde der Marodeure. Ging schnell, sehr gut. So. Gut, wir kriegen eine neue Axt. Einen neuen Kyras, der weniger Magieabwehr hat als unserer. Dafür aber mehr Verteidigung. Handschuhe und neue Spur. Persönlich gebundene Gegenstände. Mhm. Seltener Gegenstand halt besonders kann nur mehr auf einen besitzen. Okay. Arsenal. Das ist besser. Okay, toll, hat sie sich geändert. Wieso ist das eigentlich rosa hier? Ach, das ist die Farbe, glaube ich. Oh, sieht hart aus, aber ich hätte gerne eine Hose. Halt, wir haben ja Handschuhe auch noch bekommen. Handschuhe sind schlechtes und so. Aber Moment einmal. Ich dachte, wir haben. Komisch. Mindestens Stufe 10, okay. Wir sind schon knapp. Ich brauche jetzt aber Aufträge hier. Haben aber keine. Gibt es hier. Ich nehme mal an, in der unteren, oder? Untere Decks. Wird das so, dass. Ja, ich glaube, da ist das. Ich schau mal, ob es hier ein Auktionshaus gibt, nämlich. Wo muss ich da hin? Da ist der Etheritenplatz. Kaufmannsplatz. Sollte ich dann auch nochmal hingehen und den Etheriten berühren? Also zu den unteren Decks und schauen, ob wir hier neue Ausrüstung bekommen. Vor meiner Hose, sonst können wir den Auftrag ja nicht machen, weil es dann unser eigener Gegenstand ist, der unter Stufe 5 ist. So, genau andersrum, Kehrtwende. Oh, sind da viele Leute. Ist ja wie auf einer Einkaufsstraße in der Stadt bei uns hier. Marktbreit, was? Beine. Preis. Mhm. Mhm. Viel Geld haben wir nicht, also. Die würde eigentlich gehen. Aber es. Falsch. Die wäre nicht schlecht. Keine Gegenstände gefunden. Sehr gut. Die
Die sind alle nur bis Stufe 1. Ah ja. Wo sind die jetzt hin? Sind die jetzt in der Post oder sind die jetzt schon in meinem Inventar? Sehr schön. Hätten wir das auch, dann können wir jetzt zum zentralen Lanoskea. Laufe ich hier richtig? Ja. Bald sind wir auf Stufe 9, dann können wir auch diese Stelle hier endlich mal verwenden. Zentrales Lanoskea. Und es wird Nacht in Eosea. Wodurch diese Landschaft in ein wunderbares Gelb getaucht ist. Sieht cool aus. Aber jetzt will ich nicht wieder noch einmal die Grafik loben. Habe ich schon letzte Folge getan, das reicht. Salziger Regen, ein Fade, Stufe 7. Vielleicht schauen wir dort mal hin. Da kämpft jemand. Vielleicht können wir den zu Hilfe eilen. Golf hat einen Unterlandskäfer, hier ist der einzige Palast. Ich denke mal, die sollen wir hier töten. Wieso kämpft die Nacht? So, dann helfen wir hier mal aus. Upp. Und töten hier ein paar Aurelius. Nicht mit mir. Oh, jetzt kommen hier einige. Na, hopp. So, letzter Rede auch noch. Hm? Fade erfolgreich, das war's. Na gut. Unterschreibe ich auch so. Warum nicht? Wo geht's denn hier lang? Die Klagekarotte. So, und wehe, wenn wir jetzt auch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand der unter Stufe. Oh nein. Ah, da kann ich das auch einschalten. Besser gesagt ausschalten. Oh, Pikini würde ich da noch gerne lernen. Ah, es ist nicht mehr rot, das heißt, es geht eh jetzt schon. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann lass mal sehen. Das sieht doch ganz ordentlich aus. So kann ich mich beruhigt losziehen lassen. Ja, ja, ja. Lasst mich nur machen. Bitte was? Hart bis verkühlt. Ich glaube, das ist ein Fehler mit Krieger. Marodeur, Krieger und irgendwas anderes. Oder? Ich nehme mal das. Warum nicht?
bis es mich im Tod umfängt. Oh, eine neue Story-Quest, oder wie? Ich werde es dir gleich erklären. So, wo soll ich beginnen? Das ist auch die Gerüchte, dass Bürger aus der Umgehung von Limsa spurlos verschwinden. Was mit den Sommerfeldhöfen zu tun hat? Nun, in der Nähe schleichen zwielichtige Typ mit blauer Tätowierung im Gesicht an und lassen meine Arbeiter nicht aus den Augen. Sogar meine abgebrühten Arbeiter haben Angst. Sie meinen, dass es sich um einen Entführer einer ganzen Bande davon handelt. Da jedenfalls hört man da Übles. Und die Arbeit bleibt liegen. Ja, natürlich. Kannst du die Sache nachgehen, so man nicht für die Arbeit? Ja, mache ich. Natürlich. Am besten siehst du mal bei der Klagekotte um. Dort soll das Gesindel zuletzt gesichtet worden sein. Bestimmt haben sie dort ihr Nest. Pass auf dich auf. Wer weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Die Klagekotte, wissen wir, haben wir jetzt ja gesehen, wo sie ist. Leicht aufzufinden. Gibt's jetzt sonst gar keine Quest? Was haben wir hier? Besorgter Bauer, Stufe 6. Das lässt wieder einen Fade los. Können wir trotzdem machen. Oder ist es wieder der, kommt da jetzt dann auch wieder solche Pflanzen aus dem Boden? Jo. Voller Mulllöcher. Was? Ach. Stufe 4 ist aber süß. So, der kriegt auch noch eine volle Pfund aufs Maul, wie die Axt im Gesicht. Ja, komm nur. Mit zwei von euch werde ich locker fertig. Oh, fast die Hälfte abgezogen. Wieso lebt doch dich hätte ihn? So, komm schon. Oh, jetzt krieg ich drei oder so, weil da war jetzt zweimal so. Es sind nur. Nein, es sind drei. So, komm schon. Da hilft uns gar einer, das müssen wir jetzt noch schneller hinkriegen. Ich habe auf mein Leben nicht aufgepasst. Kurz warten. Kurz warten. Oh. Oder auch nicht. Drauf mit dir. Macht das eigentlich Schaden instant? Ja, schon, ja. Gut. Gleich haben wir es. Ist der Fate dann auch gleich vorbei? Ja, viel Erfahrung, ich bekomme auch ein bisschen was und Geld natürlich auch, also. Ausgezeichnet, ja. Natürlich ist es ausgezeichnet. Was zum? Wow. Das ist heftig. Gut, wir begeben uns um eine Klagekrotte. Oh, nein, keine Ahnung, okay. Was brauchen wir hier? Interagieren mit dem Steinmonument, was komisch leuchtet. Nun beginnt ein Instanzkampf. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Lies dir die Tolldecks gut durch und stell dich dann der Herausforderung. Der Kampf von bis es mich nicht tot umfängt beginnt. Wir diesen nur für die Stufe 9 zugelassen. Ja. Also besondere Gefechtszone hätte ich mir durchlesen sollen, oder? Aber jetzt sind wir in einer Instanz. Jetzt wird's interessant. Ich wollte dich abbrechen. Sogar vertont, aber das finde ich cool. Mysteriöse Druidin. Für das Meer geboren und wieder zu ihm zurückgekehrt. Das ist das Leben in den Augen.
sicher, dass sie am Ende des Tages sicher an Land zurückkehren. Und für diejenigen, die ein Leben an Land gewählt haben, dass ihre Seelen dereinst zu mir zurückfinden mögen. Lass mich raten. Du bist dieser Abenteurer, der sich seit kurzem bei den Sommerforthöfen aufhält, hm? Ich war auf der Suche nach einem Entführer, aber offenbar auf der falschen Fährte. Oh. Und sie kann dabei noch so lachen. Diese Schwankungen im Äther konnten keine natürliche Ursache haben. Und auch, dass wir hier zusammentreffen und prompt attackiert werden, ist sicher kein Zufall. Ja, hoffen wir es. Aber wer will uns hier zum Schweigen bringen? Wie auch immer. Mit dem hier werden wir schon fertig. Wenn du sagst. Wenn sie sagt, wird es schon stimmen. Na, das lese ich mir später durch, bis an die Gefechtszonen. Aha. Möglich, die rote Linie zu überschreiten. Okay. Ich lese das schon schnell durch. Mhm. Okay. Ich glaube, sie heilt mich auch jetzt wieder. So wie im letzten Story-Mission, die wir hatten. Meine Güte. Mache ich wenig Schaden. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Nicht wirklich. Das wird noch ein langer Kampf. Bin ich jetzt zu schwach? Kommen die Spukgespenste wegen der Moosschwarte? So viele Fragen. Lächerlich. Konzentriere dich ganz auf den Kampf, ich halte das Schlimmste von dir ab. Wenn du meinst, gut, dann achte ich nicht mehr auf die Spukgespenster. Soll mir recht sein. So, bald haben wir die Moosschwarte. Endlich kämpfen mal gegen so ein riesiges Viech. Ganze Zeit laufe ich an denen vorbei und nie konnten. Ach du meine Güte. Ich soll jetzt nur auf den Kampf achten und nicht auf die dort hinten, oder was? Dem kann ich leider. Beherrlich, sonst überwältigen, sonst was will sie von mir? Soll ich hier wie in der Fabrik kämpfen? Hm, funktioniert aber an sich gut. Eigentlich wollte ich noch mal auf den Rasen Gobue hauen. Aus dem wird wohl nichts. So, den machen wir jetzt auch noch. Na bitte, haben wir es doch geschafft. Spielinhalt beendet. Was haben wir denn hier? Was geschieht hier gerade? Ich glaube, wir haben irgendetwas geschafft.
Was ist hier los? Interessant. Bist du wieder bei dir? Ich denke schon, ja. Wie ich es mir dachte. Sie war von einem fremden Willen gelenkt. Okay. Sieh mal, was im Rücken der Bobo steckte. Ein Dolch. Ein Seilermesser. Okay. Das benutzen Schiffer, wenn sie Seile herstellen. Sieht ganz so aus, als wären Seeleute in die Sache verwickelt. Oder Piraten. Gut erkannt. Bist du wieder bei Kräften? Ja, ich hoffe schon. Ätherschock bekommen. Nach all der Bewegung im Kampf bist du einfach umgekippt. Wow, ich sehe da viel, ja, man sieht schon. Riesiger Kristall? Dir geht's wohl doch noch nicht so gut. Oh doch, oh doch. Oder kann es sein, dass ich hier genau dem Richtigen begegnet bin? Vielleicht. Okay, erledige das. Auftraggeber sollte sich vorsehen. Zeig ihm das Messer und sag ihm, dass Piraten hinter dem Vorfall stecken dürften. Bald ist es vorbei mit der Ruhe. Ja, das habe ich schon in der Vision gesehen. Oder gehört. Durch die Führung des Kristalls werden sich unsere Wege sicher wieder kreuzen. Ich freue mich. Gut, zur 10. Folge ein bisschen Überlänge. Das stört ja nicht. Und viele neue Informationen zu Final Fantasy jetzt bekommen, also zu Realm Reborn, was die Story anbelangt. Wir werden es in der nächsten Folge weitersehen, wie es weitergeht. Bis dann.